Hallo, freut mich, dass du mich hier bei meinen Abenteuern in SnowRunner wieder begleitest. Ja, sind immer noch an der Superbestellung und wir sollen nach Island Lake und ich habe uns wieder einen super Weg ausgesucht. So, hier müssen wir runter. Also ich nehme einfach den kürzesten Weg wieder. Geladen habe ich ja schon. Dann müssen wir durch diesen ganzen Morast hier durch. Ich markiere das nur kurz, weil dem Morast verliere ich schnell meinen Überblick. So, hier müssen wir hin. Ja, da müssen wir runter. Da soll es runtergehen. Ja, ich habe 5 Slot-Anhänger genommen, Auflieger. 4 hätten es auch getan, aber ich habe mich bei den Betonblöcken vertan. Ich dachte, das sind die großen, die Betonplatten. Aber naja, gut. So, und ich würde sagen, geht los. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier runtergeschubst bringen. Naja, runter kommen sie immer, heißt ja so schön, ne? Also sollte es kein Problem sein. Der Auflieger setzt auch nicht auf. Oh, nicht umschmeißen. Okay, das passt doch soweit. So, ein bisschen Gas geben. Ja, das ist der Western Star aus dem Wolfpack DLC. Schlammreifen hat er keine, der hat Offroad-Bereifung. Leider kein Differential, das gibt es nicht für den. Also, wie gesagt, ist eher straßentauglich. Ja, was er natürlich hat, wir können hier mal die Federung ändern. Wir können die runterfahren, dann ist er ein bisschen stabiler. Leider sind diese Räder nicht angetrieben. Also, von der Fortbewegung her bringt es uns nichts. Wie gesagt, vielleicht von der Stabilität her. Weiß nicht, ob das sich wirklich auswirkt oder nicht. Aber nun gut. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Wir wollen schließlich noch was auf die Reihe bringen hier. Wow, da fahre ich ja wieder im Nebel rum hier, wo es keinen Nebel hat. Moment. Aha, ich wusste, ich habe doch den Hügel gesehen. Naja gut, so geht's nicht. So, komm, gib Gas jetzt. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Räder unten oder oben sind, also diese Zusatzräder. Wenn halt eine Bodenwelle kommt, dann kann sein, sitzt man mit denen auf. Und dann hängen Vorder- und Hinterräder in der Luft. Und man kommt nicht weiter. Was allerdings sehr blöd ist dann. So, aber bis jetzt haben wir es noch eigentlich ganz gut gemeistert. Wer neulich wie mit dem Morast zurechtkommt, da vorne jetzt. Da bin ich neugierig. So, nicht so weit da hochfahren. Bremsen, bremsen. So, okay. Schlamm, ahoi, wir sind da. Also mit Schlammreifen hier durchfahren ist... Habe ich noch die ganze Ladung, ja. Ist kein Problem. Allerdings mit dem hier eher schon vielleicht. Aber was ich bei... Ich bin ja schon öfters durchgefahren. Nicht das erste Mal. Was ich bemerkt habe, ist, wenn man hier auf dem Gras fährt, da ist das Wasser auch nicht so tief. Und man hat hier ein bisschen mehr... bisschen mehr Grip, sagen wir es so. Also, so kam es mir bisher immer vor. Also, Power hat er. Er zieht da echt gut. Ich muss da lang. Naja, so zieht er natürlich nichts mehr. Wenn er natürlich im Hochgang anhält, kann das nichts werden. So, ich fahre einfach hier durch. Wegmarkierung ist jetzt da drüben. Ich hoffe, die geht weg. Nein, tut sie nicht. Ach, egal. Das werden wir schon irgendwie hinbiegen. So, jetzt wird es natürlich hier morasttechnisch nochmal eine andere Hausnummer wie gerade eben. Das war nur so das Vorgeplänkel. Aber wie gesagt, noch geht er gut voran. Da vorne bei dem Haus gibt es ja auch eine Mission. Das ist aber nur so eine Nebenmission. Und so eine Zeitmission gibt es da auch. Oder ist das die Zeitmission? Ich dachte eigentlich, es gibt zwei. Eine kleine Nebenmission und die Zeitmission. Kann auch sein, ich täusche mich da. Ja, ich habe einmal versucht, da quer rüber zu fahren. Da bin ich aber stecken geblieben. Also nicht mit dem hier, sondern mit einem anderen Fahrzeug. Hatte da auch nicht wirklich eine Chance. Vielleicht habe ich es auch nur, habe ich mich auch nur wieder dumm angestellt. Wäre auch möglich. Weiß man nie so genau.
Na gut, hier sind wir ein bisschen tricky. Da schalten wir nochmal einen Gang runter. Dann geht es zwar nur sehr langsam voran, aber es geht voran. Wir könnten auch eine Winde nehmen, aber naja, ob das wirklich was bringt. Eigentlich nicht so richtig, ne? So, das passt schon. Hier geht es wieder weiter. Also gut vorankommen tut er. Da beschwere ich mich nicht. Ja, der Westernstar aus dem Wolfpack DLC, der kann so ziemlich alles hinten drauf packen, was es gibt an Aufbauten. Der vom letzten Mal mit der Wolfslackierung, der kann leider relativ wenig drauf packen, was ich sehr schade finde. Ja, und sorry nochmal für die, die das letzte Video angeschaut haben. Irgendwie hat es die Tonspur, die Voice-Spur komplett zerlegt. Die war komplett unbrauchbar. Und was ich das letzte Mal gefragt habe, ich habe das Wolfpack DLC. Da steht drin, diese Wolfslackierung könnte man auch auf diesen hier drauf packen und auf den 49X. Der ist ja auch ein anderes DLC. So, jetzt wollte ich von euch wissen, ob das bei euch geht oder nicht. Bei mir geht es nicht. Ich kann das nur auf den anderen, auf den 1424 Western Star drauf machen. Und nicht auf diesen und auch nicht auf den 49X. Aber laut Beschreibung bei Steam müsste es eigentlich gehen. So, also wenn ihr das, wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob das bei euch geht oder nicht. Oder vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, ich weiß es nicht. Also haut eure Kommentare raus. Würde mich interessieren. So, wir sind fast schon angekommen. Sprintmäßig, naja, könnte noch knapp werden. So, nicht hier in den fetten Spuren fahren. Das ist nicht gesund für den. Wir fahren schön hier außen, wo noch keine Fahrspuren sind. Das ist definitiv die bessere Option. So, dann können wir mit dem da nicht... Ja, genau, zieh mal da ein bisschen nach vorne. Welchen habe ich jetzt hier? Na, den direkt vor mir. Ja, solange er zieht, ist gut. So, das war's mit der Winde. Was haben wir denn noch? Ne, noch nicht. Oh ja, dann zieh noch weiter. Doch, das war's mit der Winde. So, können wir bitte den... Nicht den. Ich möchte den Masten haben. Das gibt's noch nicht. Na, also. So, komm schon. Zieh mich raus hier. Okay, das mit dem Schlammloch hier habe ich nicht gerechnet. Du wirst doch den LKW hier rausgezogen bringen. Kann doch nicht sein. Oh, wir versinken immer weiter im Schlamm. Dann müssen wir das mal ein bisschen anders machen. Dann müssen wir hier rumziehen. Vielleicht die bessere Option. Oder? Ja, das sieht besser aus. Ich glaube, da ist noch mehr Morast. Wir müssen hier ein bisschen nach oben kommen. Da oben ist wieder ein bisschen Wiese. Da geht das besser. So, nur jetzt ist dann... Komm schon. Ja, Differential wäre jetzt super. Aber hat er leider nicht. Also diese Western Star Trucks sind definitiv nur für Straße ausgelegt. Bis auf den 1424, glaube ich. Weil der kann jetzt sogar oben Gepäckträger drauf machen. So, okay. Dann... werden wir es halt anders lösen, wie üblich. Wenn es so nicht vorangeht, geht es ohne Hänger voran. Erstmal auf ein Stück Wiese, wo wir nicht gleich absaufen. So wie hier zum Beispiel. Ach, ich bin ja auch... Das ist ja ein Auflieger und kein Anhänger. Ich bin schon wieder ganz wirr. Ich kann den Auflieger ja gar nicht mit der Winde ziehen. So, dann schauen wir, dass wir hier ein bisschen was Trockenes erwischen. Ja, dann hätte ich da auch den Auflieger mit der... So, komm schon. So, das sollte doch passen. Na, also geht doch. So, Vorwärtsgang rein und schön über die Wiese weg. So, geben wir Gas, das passt. Sag ich doch, auf der Wiese geht's wieder. Dann sind wir auch schon fast am Tunnel angekommen. Fast. Das regnet mal wieder. Wow, was ist hier für ein Schlammloch wieder? Fahr bitte darüber.
Komm schon, fahr da rüber. Wäre ich bloß links in der Wiese geblieben. Vorher habe ich es gerade noch gesagt, in der Wiese fahren. Aber nein, was macht er? Fährt wieder in Schlamm. Wenn ich nicht schon mit genug Schlammlöchern hier rumgefahren wäre, Michigan. So, es geht auf alle Fälle voran. So, können wir hier einen Gang hochschalten? Moment. Bei der Abzweigung ist es... So. Hier muss ich ab. Bei der Abzweigung muss ich jedes Mal schauen. Ich immer dachte, ich immer denke, ich muss hier abbiegen. Aber müssen wir nicht. Geradeaus und rechts. Und dann sind wir schon in Island Lake. Dann nur noch zur Holzstation. Das ist ein ganz simpler Weg dahin. Könnte sogar der Sprit reichen. Da könnte sogar der Sprit reichen. Aber wir haben ja noch den GMC in Island Lake stehen. Da können wir auch noch ein bisschen auftanken. Wir müssen von der Holzstation ja auch wieder wegkommen. So, da sind wir. So, Allrad wieder rein und los geht's. Moment, da ist mein GMC. Da habe ich den noch fast vergessen. Da wollen wir kurz hin. So, dann betanken wir hier. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ist auch so ein wackeliges Ding. Aber ich finde ihn irgendwie cool mit dem Bär drauf und so. Dem Adler. Echt genial. So, einmal nachtanken. Und Wartungskoffer aufbauen. Hier brauchen wir den Westernstar. Dann machen wir den mal kurz voll. So, Motor abstellen. Und wieder rüber da. Los geht's. So, Moment. Holzstation ist... zu welcher soll ich denn? Ach, zu der hier. Ach, hier oben hätte ich auch noch einen Tankanhänger. Da bin ich ja schon vorbeigefahren wieder. Ich dachte jetzt, ich soll zur Sägemühle. Da habe ich mich wieder vertan. So, wir müssen da lang. Und dann einfach da durch und zu dieser Holzstation. Aber ich weiß, hier oben ist sehr, sehr morastig. Ich könnte diesen Weg fahren. Und hier hoch. Ich glaube, das ist sogar die bessere Option. Ich glaube mal, das ist die bessere Option. Oh, da muss ich wieder meine Lieblingsbrücken. Weil vom Weg her ist es egal. Geht gleich, ist kein Unterschied. Aber ich denke, das ist zum Fahren besser. Gut, dass ich an der Abfahrt vorbeigefahren bin. Ich war jetzt echt dran, dass wir zur Sägemühle müssen, aber nein. Wir müssen zur Holzstation. Na dann. Dann könnte es noch eng werden mit noch einer Lieferung. Von der Zeit her, aber das sehen wir dann. Na, kannst du Gas geben hier? Dann fahr bitte im Hochgang. So viel Power hat er also doch nicht, wie ich dachte. So, da kommen meine zwei Lieblingsbrücken hier. Wow. Das ist hier immer dieses Loch, vergesse ich immer. So, müssen wir gucken, dass wir den Trailer hier dann um die Kurve rumziehen. Nicht so weit darüber, da ist nämlich auch wieder schlammig. Da drin stecken kommen wir auch nicht mehr raus. So, einmal rum ums Eck. So, passt das. Könnte gerade so passen. Der Reifen versinkt in der Brücke. Auch lustig. Na, jetzt ist er wieder da. Okay, das passt. Nicht, dass es uns so geht wie mit dem Bausattelanhänger, den ich in der Smiffeltalsperre da über die Bergstraße über die Brücke gezogen habe. Tja, das war eine Aktion. Ich kann es euch sagen, da habe ich ganz schön geschwitzt. Falls ihr das Video noch schauen wollt, das findet ihr selbstverständlich in der Playlist. Die verlinke ich euch in der Beschreibung. Und das Video selber heißt Der lange Marsch. Also da gibt es ein paar heikle Szenen zu sehen mit dem Bausattelanhänger. Schaut gerne rein, würde mich freuen. Wir sind angekommen, hat lang genug gedauert. Laden wir mal ab.
So, Stufe abgeschlossen. Lieferung zum alten Haus in Black River und Lieferung zum Hafen in Drummond Island. So, dann würde ich sagen, Black River, da habe ich auch schon was vorbereitet. Das alte Haus ist nicht so weit. Wir machen die Folge ein kleines bisschen länger, weil sonst ist ja nur die eine Fahrt. Und hier haben wir den Chevrolet Kodiak. Den wollte ich sowieso jetzt schon länger mal fahren. Mir gefällt die DLC-Sonderlackierung echt genial. Finde ich Bombe. Ja, der ist nicht wirklich gut ausgestattet, aber ein bisschen. Und wie gesagt, diese Lackierung, die finde ich echt gigantisch gut. Finde ich echt geil. Echt geil. So, so heißt es. So, wir fahren den kürzesten Weg und hoffen, der Kodiak packt das. Der hat allerdings, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, kein Allrad oder kein Differential. So, hier könnte es ein bisschen eng werden, aber das muss gehen. Der hat kein Allrad. Okay, der hat nur Differentialsperre. Aber irgendwie, wenn wir den Weg schon lang kommen, hier ist ja nicht so schlammig, sondern ist ja eher mehr Feldweg. Ja, der Kodiak hört sich halt an wie ein Auto, ne? Aber nun gut. So, wir gehen erstmal schon mal in Lastgang. Wow, Vorsicht. Wow, der huppelt aber. Juckt ganz schön. Na, hier geht's schon los. Was habe ich gesagt mit Feldweg? Aber mit der Differentialsperre geht das schon. Ja, da muss ich den Allradantrieb, den gibt's in Alaska. Den muss ich mir noch greifen. Und dann werde ich den auch mal ein paar Mal einsetzen. Wie gesagt, mir gefällt die Lackierung, finde ich so Bombe. Deshalb würde ich den schon gerne ein paar Mal fahren. Den gibt es ja hier in Michigan. Kann man sich den holen. Der steht schon ewig lang bei mir in der Garage sozusagen rum. Weil er ja kein Allrad hatte und so. Da habe ich ihn nie benutzt und musste Erfahrungspunkte, also musste aufsteigen. Dass man da diverse Sachen freischalten konnte, wie die erhöhte Federung und so weiter. So, komm, gib Gas. Aber ansonsten gefällt er mir jetzt schon gut. Der zieht hier so gut einen Berg hoch. Ist auch, glaube ich, nicht mal der größte Motor drin. Aber ich dachte, für diese Aufgabe holen wir ihn mal aus der Garage raus. Na, wo fährst du hin? So. Jetzt mal wieder schön in Spur bleiben hier. Wie gesagt, ich dachte, für diese Aufgabe können wir den ruhig mal auspacken. Haben ein bisschen aufgerüstet. Das sieht sehr gut aus bis jetzt, was er da leistet. Bin ich zufrieden. Ja, die Federung ist ein kleines bisschen schwammig, aber ich glaube, das ist so erhöhte Federung eigentlich immer. Und ja, diese LKW-Federungen sind ja eigentlich auch nicht für solche Wege gemacht, so gesehen. Huch, habe ich mich jetzt verfahren. Bisschen. Ein kleines bisschen zurücksetzen hier. Wir da rumkommen. Ja, der hat auch guten Lenkeinschlag. Also, wow, vorsichtig, vorsichtig. Der hat auch einen guten Lenkeinschlag. Also, es ist nicht so extrem weite Kurven zu fahren. Wow, Vorsicht, was mache ich jetzt? Sitze ich auf? Kannst du. Wo hängt das denn? Aha, da ist irgendwie ein kleiner Ast oder was? Das wollen wir nicht hier hängen bleiben. So, jetzt aber. Na komm, fahr einfach hier mit durch. Das geht doch auch. Wo ist mein Häuschen? Da oben. So. Na, der war falsch. Ich wollte den Rückwärtsgang. Sorry. So, machen wir ein bisschen Licht. Viel Licht hat er auch noch nicht. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen. Weiß gar nicht, ob es für den Nebelbeleuchtung gibt. Aufs Dach und sowas, aber brauchen wir jetzt alles nicht. Wir kommen gerade noch rechtzeitig im Sonnenuntergang an, würde ich sagen. Sofern wir da oben durch die Felsen durch, zwischen den Felsen durchpassen. Und hier nicht den Berg runterkippen. Oh ja. Vorsicht, wo du hinfährst. Schön langsam. So eilig haben wir es jetzt dann doch wieder nicht. So, naja, das geht ja easy.
Irgendwie sah auf der Satellitenkarte das hier alles ein bisschen anders aus. Aber nun gut. Ich habe mir einen Weg markiert, dann wird es schon richtig sein. Das Navi lügt nie, oder? Vor allem auf der Autobahn nicht. Bitte wenden. Wer hat es schon mal vernommen von seinem Navi? So auf der Autobahn, ouch, wenden soll. Ja, da passen wir doch durch. Komm schon, gib alles. Na, also geht doch. Vorsicht, Steine, Steine. Oh, jetzt nicht so kurz hier vorm Ziel. So. Das hätten wir geschafft. Abgeben, abgeben. Stufe abgeschlossen. Tja, und weil es so schön war, hüpfen wir noch mal ganz kurz rüber zur Smüffeltalsperre. Und hier haben wir den Twinsteer. So lang nehme ich mir noch die Zeit. So, hier steht der Twinsteer. Und der hat schon die Stahlträger und die Betonplatten geladen. Und die bringen wir das nächste Mal nach Drumore Island und haben die Superbestellung auch abgeschlossen. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.